Hier gibt's was zu holen, wir haben Munition! Ah, und das war das letzte Geheimnis hier in den Abwasserkanälen. Mir gefällt's mir gar. Was zum Teufel? Pass auf! Gott weiß, was hier unten ist. Darum. Wo ist das? Wo ist das Teil? Wo ist das Teil zum Hacken? Meine Gute. Wow! Hey, ich bin's, euer Rilbe und willkommen zurück zu Resident Evil 2! So Leute, es ist endlich Wochenende für mich. Heute ist mein einziger Tag, Wochenende, wir haben Sonntag. Es kann sein, dass ihr heute das Video schon sehen werdet, heißt Sonntag oder morgen, je nachdem wie ich fertig werde. So, folgendes Problem. Wir haben ja einen Polizeiausweis bekommen und der ist ein USB-Stick. Bäh. Mit dem würde ich gerne noch zurückrennen und diesen PC bedienen, wo es die Magnum gibt. Also diese ehemalige Magnum, jetzt wahrscheinlich Desert Eagle oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, genau die Waffe. Heißt, wir müssten jetzt nochmal zurück ins Polizeirevier. No! Also von Ada weg. Wir waren ja eigentlich kurz davor noch mit Ada zu sprechen, wie es jetzt weitergeht und so. Wir waren nämlich vor dem Loch oder vor der Grube gestanden in Raccoon City, die sie gegraben haben. Und dann wahrscheinlich der ganze Scheiß hier passiert ist. Wir werden das jetzt so machen. Ich gehe dorthin, also an diese Waffenkammer von Stars und werde die Magnum holen. Ich werde es noch euch kurz zeigen, keine Angst, ihr werdet es noch sehen. Aber den Laufweg werde ich jetzt ausschalten, das ist einfach zu viel jetzt. Haben wir noch was? Ja, Anna, ich habe dein T-Shirt wieder an. Passend für heute. Resident Evil 2, das ist noch der Hund aus Resident Evil 2 von 1998. 98? 98, ja. Von 1998. Und Anna, es tut mir leid, ich passe noch immer da rein. Ich kann noch immer essen und alles, ja. Ich hab's schon heiß gewaschen. Das wird nix. Okay, gut. Wir sehen uns in Raccoon City. So, falls ihr es noch sehen wolltet, in der dritten Etage auf der Westseite vom Polizeigebäude. Da gibt es ein Kombinationsschloss und da habe ich jetzt das Bild auch dafür mit dem Code DCM. Und wir haben noch eine Notiz. Wo ist er denn? Da. Da ist die Kombination für den Tresor auf der Ostseite in der zweiten Etage, was glaube ich. Nein. Eins runter. Doch, zweite Etage, so. Die zweite Etage im Wartezimmer, genau, auf der Ostseite. Und da werde ich mich jetzt auch noch hinbegeben. Der Duschraum, das war glaube ich Cap oder so. Das stand auch irgendwo in der, also CAP. Das werden wir jetzt alles abgrasen. Und dann werden wir die Magnum holen. Was war das nochmal? DCM? DCM. Dann werden wir die Magnum holen und dann geht's für euch hier nahtlos weiter. Hey! Oh, cool! Das heißt, die Magnum können wir auch bald schon benutzen. Und ich hoffe echt, dass die ordentlich was weghaut. So, weiter geht's. So, da werden wir. Und ich habe jetzt hier dabei den USB-Dongle mit dem Ausweiskärtchen, von dem ich euch vorhin erzählt habe. So, den stecken wir jetzt hier rein. Und dann sollten wir Zugriff haben. Also ich hoffe es mal. Yes! Yes, das ist ja mega geil. Lightning Hawk heißt sie. Nicht Desert Eagle, sondern Lightning Hawk. Oh mein Gott, jetzt geht's richtig rund. Brief an die Stars-Mitglieder. Bla 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 bla. Habt ihr es gelesen? Ich glaube, das ist nichts Brauchbares für uns jetzt. So, jetzt müsste der... Oh. Anscheinend kann ich den Dongle wieder mitnehmen. Oh, Moment. Den kann ich doch nochmal benutzen. Für das Upgrade von der Handfeuerwaffe. Aber da kommen wir im Moment nicht mehr hin. Das ist so mein Problem. Moment, jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Das Ganze kann ich nämlich wieder einklappen da. Und dann passt ja unten, da wo dieser verlängerte Lauf oder was das ist für die Mathilda in der Truhe liegt, das müsste da reinpassen. So, jetzt haben wir aber... Oh, jetzt haben wir gut was zum Wegballern hier. Jetzt kann ein Licker kommen, ne? Okay, da wir jetzt hier alles haben, das hole ich jetzt noch schnell für uns. Und dann machen wir nahtlos weiter mit der Story. So, und hier haben wir jetzt den Safe. Ich habe gedacht, ich zeige euch das auch noch. Wo ist denn die Notiz? Wo ist das denn? Konfiszierungsbericht. Hier.
Links 6, rechts 2, links 11. Links 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Haha! Oh, was ist das? Eine Mündungsbremse für Mathilda? Moment, 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 Moment. Untersuchen. Das Rückstoß und Hochschlag mindert. Indem es das Treibgas aus dem Lauf leitet. Ja, cool. Kombinieren damit. Mir ist aufgefallen, dass wir jetzt mittlerweile eine Art, wie soll ich sagen, Schnellschusswaffe damit haben. Heißt, ich würde gerne Zubehör entfernen und zwar diesen blöden Griff, weil der nervt mich nur. Und dann würde ich das untersuchen. Ich würde das Ganze so lassen jetzt. Also kein Schnellschussgriff, damit wir keine Dreiersalven schießen, weil meistens treffen wir eh nur mit einem Schuss und dann ist das richtig ärgerlich, wenn die anderen dabei daneben gehen. So, meine Freunde, jetzt geht's weiter. So, da wären wir wieder bei Ada. Du kennst die Umbrella Corporation, ja? Das Pharmaunternehmen stellt im Geheimen Biowaffen her. Die haben ein Virus. Es verwandelt Menschen in unzerstörbare Monster. Das erklärt ich fast nicht gemerkt. Dinge hier. Was das? War das alles? Gibt's da nicht mehr dazu zu sagen? Und deshalb suche ich nach Annette Birkin. Sie ist bei Umbrella verantwortlich für die Verbreitung des Virus. Ich bringe sie zur Strecke. Das war jetzt so richtig runtergerattert, ne? Ein Knopf nach dem anderen. Ich bringe sie zur Strecke. Sie ist dafür verantwortlich. Blöde Kuh. Okay. Oh nein. Abwasserkanäle. Nach dem, was du sagst, passt die Kanalisation gut. Schön gesagt. Nach dir. Oh, danke. Dankeschön. Ich hoffe, du wirst gefressen. Und ich guck gar nicht mal hin. So. Schwer vorstellbar, eine echte Forscherin hier unten. Laut Einsatzzentrale führt das direkt zu Umbrellas geheimer Anlage. Komm schon, die Stadt verwaltet die Kanalisation. Wie können die eine Anlage haben, ohne dass die Behörden davon wissen? Willkommen in Amerika. Umbrella kontrolliert Raccoon City seit Jahren. Oh yeah. Mir gefällt's hier gar nicht, muss ich echt sagen. Warum macht er jetzt nicht seine Taschenlampe an eigentlich? Oh. Moment. Oh, hier gibt's auch noch ein paar Gegenstände. Wow! Scheiße! War das ein Erdbeben? Das will ich doch hoffen. Ich auch. Oh, hi. Oh, hi. Gibt's hier irgendwas? Ah, hier gibt's was. Hier gibt's was zu holen, ja, Munition! Ah, und das war das letzte Geheimnis hier in den Abwasserkanälen. Hier gefällt's mir gar... Was zum Teufel? Pass auf! Gott weiß, was hier unten ist. Können wir gehen? Habt ihr das Ding gesehen? Das war ein Krokodil oder ein Alligator oder... Holy moly! Oh, ich kann hier speichern. Yes! What the fuck? Oh, okay. Gut, was nehmen wir denn mit? Wir haben noch etwas Schießpulver, ne? Das ist ganz schön gut. Naja, es reicht für eine Ladung Schrotmunition herzustellen. Leider. Aber Heilsachen haben wir auch noch ein bisschen. Wir sind ja nicht so knapp bei Munition im Moment, dass wir sagen können, uns geht's schlecht. Ho! Also ich habe ja schon gesehen, dass das Ding groß war, aber so groß? Oh. Ada? Kommst du? Ada? Hallo? Ada? Nein, 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 es wird jetzt nicht geschmolzen, Madame. Hey, ja, Abfahrt. Wir haben jetzt Besseres zu tun. Oh. Oh. Leute, hier irgendwo haust noch dieses riesige Teil da rum. Irgendwie fühle ich mich mit der Handfeuerwaffe gar nicht so sicher, wenn ich so um Ecken gehe. Da muss es schon... Ah, da ist er. Da muss es schon eine Schrotflinte sein. Es ist nicht zu spät, umzukehren.
zurückkehren, Leon. Ja, das wollte ich doch. Du hast mich bis zum Schluss am Hals. Oh, schön. Das ist sehr schön. Oh, und es speichert. Und wir gehen jetzt auch noch da runter. Ah. Oh nein. Ah. Oh nein. Bist du sicher, oh nein. Leider ja. Oh. Warte da. Genau, warte da. Ich opfere mich. Oh shit. Oh shit. Oh shit! Scheiße! Gott! Oh, ja, das hab ich gerade eben gesagt! Matthias! Schnell raus da! Aber hallo! Oh shit! Oh shit! Oh Gott! Ach so, ich muss nur lenken! Ah, Verdammte Scheiße! Kann ich irgendwas machen? Nee, ich kann gar nichts machen! Ich kann gar nichts machen! Oh no! Moment! Was liegt da? Oh! Heiliger Bimbam! Kau da dran, du übergroßer Mistkerl! Yeah! Du übergroßer Mistkerl! Ja, nimm das! Wo ist überhaupt Ada? Oh! Hallo Ada! Schön, dass du mir gefolgt bist! Was zur Hölle? Oh mein Gott! Komm einfach hoch! Oh! Guck doch mal da! Das hätten wir auch! Oh! Mach das bloß nicht nochmal. Also ich hasse ja so Sachen, wo ich nur wegrennen kann und mich nicht lernen kann. Du sagtest, das Virus verwandelt Menschen in Monster, nicht Reptilien. Guter ja? Ich bin nur beeindruckt, dass du noch in einem Stück bist. Danke. Das wundert mich auch, ja. Oh, was, ist da was drin? Irgendwas? Brauchbares? Ein paar Snacks? Salatköpfe vom Supermarkt, die weggeworfen werden, weil sie komisch aussehen? Nein? Nur, dass ich das richtig verstehe. Umbrella verkauft Monster wie das da an wen? Unser Militär? Jemand anderes? Sie verkaufen keine Monster. Sie verkaufen Viren, die Monster machen. Und Annette macht ja viel Unterschied. So fürchterlich der Alligator auch war, Annette ist viel gefährlicher. Sie sieht zumindest mal aus wie ein Mensch und nicht wie ein Alligator, der einfach mal ein paar Döner gefressen hat. Und deswegen mutiert ist. Okay. Gibt's hier irgendwas für mich? Nein? Schön. Fein. Speichern. Auch schön. Das machen wir doch glatt. Ein Glück habe ich so viele Speicherpunkte noch. Was heißt noch? Es sind, glaube ich, nur noch 5 oder 6, ne? Wenn ich richtig gesehen habe eben. Zeig mal. Ah, da können wir noch einige Male speichern. Das ist ja super. Nee, ich bleib bei der Schrotflinte. Das ist einfach besser. Zweifelsohne Willens Werk. Oh! Identifizieren Sie sich. Das ist sie doch, oder? Annette Birkin. Ist das die Gesuchte? Kaum noch Zeit. Wir haben eben noch drüber gesprochen, Leon. Muss entsorgt werden. Wir wollen das G-Virus. G? Das kriegen Sie nicht. Ich warne Sie, Doktor. Ach ja? Hey! Ja. Stopp! Oh! Sie kriegen das G-Virus nie! Fuck! Wie überraschend für eine Forscherin. Ja, Leon. Oh, Leon. Kümmer dich nicht um mich. Damn! Ey, das sieht ja richtig gut aus. Schnapp sie, bevor sie verschwindet. Oh, verdammte Scheiße. Ich bin direkt vor der Einrichtung und verfolge Annette. Das ist sehr nett, Annette. Was? Wenn sie es nicht hat, muss es im Nest sein. Wie versteht die dieses Gebrabbel überhaupt?
Sobald ich es habe, lasse ich mich hier raus. Dieses Kleid. Holy. Laufen Looking Sie good. Mit. Sie entkommen mir nicht. Guckt euch das an. Ich meine... Holy. Was ist das? Was ist das? Was kommt da aus seinem Bauch? Das ist doch... Was ist das? Das ist ein Hühnchen? Ist das ein Hühnchen? Das ist ein Hühnchen, oder? Das ist ein Hühnchen oder ein Geier oder eine Ente. Damn! Okay, gut. Genug von Hühnchen und Chicken. Ich wusste schon immer, dass KFC irgendwas am Laufen hat da. Oh. Was ist das? IMF Visualizer. Okay. Benutzen Sie den Visualizer, um Kabel aufzuspüren und elektronische Geräte zu hacken. Zielen, beim Zielen R2 halten, um zu hacken. Oh, sehr schön. Zeit für die Spezialwaffe. Hi. Hallo. Ich drück doch schon. Ah, da muss ich hin. Bam. Okay, und dann? Ah! Yo! Wie cool ist das Ding denn? Wie cool ist das denn? Hack, hack, hack! Vielleicht als das. Ich bin ein Hacker! Und ich hacke jetzt alles. Ich werde jetzt alles hacken. Da passt man auf doch. Ist da irgendwas zum Hacken? Nein. Da ist schon wieder was. Da ist was. Und das geht weiter hier hin. Oh, hack, hack, hack. Hack, hack, hack. Hacke die Hack. Da ist noch irgendwas. Das muss ich hier hinleiten. Oh ne, falsch. Da hinleiten. Zack. Dahin. Hack, 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 hack. So, jetzt kann ich das wahrscheinlich umstellen. Zack. Wo geht das dann hin? Das geht irgendwo in die Pampa. Oh nein. Oh nein. Da unten sitzt schon ein Freund. Hallo, was ist das? Ich habe zwar bereits letzte Woche darum gebeten, aber wir brauchen unbedingt ein Ersatz-ID-Armband, damit wir in bestimmte Bereiche der Haupteinrichtung kommen können. Ein ID-Armband. Okay. Bereiche der Haupteinrichtung... da waren wir schon. Anders gesagt, wir kommen nicht dorthin, wo wir hin müssen, um unsere Arbeit zu erledigen. Also sagt bitte nicht, dass wir hier eine ruhige Kugel schieben. Ich brauche das. Ich brauche das. Was auch immer das ist, ich brauche das. Wo ist dieses Kabel? Wo ist dieses Kabel? Wo ist dieses Kabel? Das war hier. Oh! Okay, da meinst du wirklich ernst, der Typ. Oh, nein. Der muss sich mal entspannen, der Typ. Was gibt's hier? Was gibt's hier? Gibt's hier was zum Hacken? Hacke die Hack. Hack, Hack. Oh, kann ich die Zombies hacken? Hey, ich hack dich. Oh. Ah, das geht leider nicht. Oh, shit. Ich muss diesem Kabel hinterher. Oh, nein. Oh, nein. Oh, wo kommt der her? Ah! Die blöde Sau. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Oh. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Ah, ich muss hier rum. Ah, was kommt davon, wenn man in eine Sackgasse läuft, ne? Darum. Darum, darum, darum. Wo ist das? 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 Wo ist das Teil? Wo ist das Teil zum Hacken? Meine Gute. Wow! Was zum Teufel? Da ist es! Da ist es! Hacke die Hack! Hacke die Hack! Wo geht's jetzt hin? Wo geht's jetzt hin? Wo geht's jetzt hin? Munition, danke. Oh, geil. Eine Flashbang. Sehr gut. Moment, das ist nur einer. Den packe ich vielleicht auch so. Okay, den können wir austricksen. Den können wir austricksen. Dann haben wir den hier, den können wir auch austricksen. Den habe ich gerade gesehen. Oh, shit. Oh.
Holy moly. Oh, wo muss ich denn hin jetzt? Darüber, darüber, da war's. Irgendwo da geht's weiter. Nein! Ah, verdammt! Ja, doch schneller als ich gedacht habe. So ein Mist. Ich kann die Typen aber auch nicht abschütteln, ne? Ah, das war die Tür. Einfach nur die Tür. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Drück. Ah, ne, das ist ein Aufzug. Oh. Oh nein. Oh. Oh nein. Ich habe echt zu wenig Munition. Eine blöde Waffe wahrscheinlich, um es mit denen aufzunehmen. Das ist überhaupt nicht gut. Shit, wo bin ich jetzt? Oh shit, wo bin ich jetzt? Oh shit. Oh, was ist das? Das können wir hacken. Das können wir hacken. Was ist das? Was ist das? Wo habe ich jetzt was gehackt? Nochmal. Ich weiß halt, ob ich das richtig mache. So ist eigentlich immer gut, wenn es gelb ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hallo, was ist das? Das ist doch eine Geheimtür, oder? Oh. Oh nein. Oh nein, was ist das für ein Geräusch? Wo ist das? 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 Da ist es! Scheiße! Nein! Hack das Ding! Hack das Ding! Hack das Ding! Hack das Ding! Bitte! Bitte! Bitte geh auf! Ah! Oh! Also allem Glück hatten wir hier gerade eben einen Speicherpunkt, also einen Speicherpunkt, der nicht weit weg ist. So, jetzt probieren wir das Ganze mal noch etwas schneller. Noch etwas schneller, bitte! Schneller, 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 schneller! Oh, ich höre schon wieder im Nacken! Bitte! Warum dauert das so lange? Wo ist... Warum habe ich hier keine Energie? Oh nein, ich hab's falsch gehackt! Nein! Ja! Oh. Oh. Scheiße! Oh Gott! Kommt er jetzt hier rein? Kommt er jetzt hier rein? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Ich hab das gar nicht so gemeint! Wo ist diese Tool? Diese scheiß Hackbox! Da, da, nein, da! Da irgendwo ist er! Oh! Ah, ich muss die Weiche nochmal umstellen, verdammt! Verdammt, 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 verdammt! Und? Oh Mann. Vielleicht packen wir es hier an ihm vorbei. Nein! Nein! Oh. Auf den weg! An ihm vorbei! Ja! Oh nein! Wir brauchen diesen blöden Ventilator. Los, schneller, 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 schneller. Oh! Halleluja! Kommt er hier runter? Ich bitte. Ich hoffe nicht. Bitte. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Jetzt kommt er bestimmt hier raus, oder? Vielleicht muss man eine Waffe ziehen, weil so langsam jetzt echt mal Zeit hier. Ich habe kein Heilmittel, gar nichts. Ich humpel schon hier rum wie Sau. Hier gibt's Hydranten und ich weiß nicht, was ich mit den Hydranten machen soll. Das Ding hat anscheinend keine Spannung. Oh, cool, wir können speichern. Immerhin, das machen wir jetzt. So, ich gucke jetzt gerade mal, ob wir hier irgendwo im Raum noch irgendwas finden, das wir gebrauchen können. Oh, cool. Ja, mehr davon. Also, wenn wir richtig gut sind, dann haben wir wirklich alle, ne, von denen bis jetzt. Also, ich hoffe mal. Das wäre ja richtig cool. Gibt es da irgendwas Brauchbares für mich? Irgendwas? Nope. Irgendwas? Hallo? Nee. Okay, oh. Nee, auch nicht. Gut, dann gehen wir mal hoch. Und ich glaube, ich muss da sowieso hoch. Da ist eine Verbrennungsanlage, die Tür ist rot. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Ich meine, viel kann da nicht passieren. September-Inspektion, zweite Woche. Mit dem frisch eingetroffenen neuen Armband können wir endlich mit unserer Inspektion des Abrissgeländes beginnen. Was den Bericht von neulich über den Verbrennungsofen angeht, so ist alles in Ordnung. Ein Verbrennungsofen. Wahrscheinlich ist es nur Sperrmüll. Ich werde nach Abschluss dieses Berichts mal einen Blick drauf werfen. Hier ist also ein Verbrennungsofen. Oh nein, bitte. Da ist bestimmt irgendein Müll drin.
der noch lebt. Oder? Hallo? Nee? Okay. Gut. Sieht im Moment ganz gut aus. Ich brauche unbedingt was, um mich zu heilen. Oh. Holy, was ist das? Das ist das Armband. Und das ist genau bei dem Freund. So, oh. Das ist es, okay. Womit komme ich da? Die blöde Sau. Das ist der Verbrennungsofen, ne? Ich bin im Verbrennungsofen. Verbrennen Sie mich jetzt lebendig. Ich bin im Verbrennungsofen. Sie kriegen Genie in Ihre Drecksfinger. Bin ich das Einzige dahinter? Was mache ich? Da. Das wissen da. Sie. Da geht's hin. Dann sterben Sie nicht allein. Warum kann ich das... Warum kann ich hier nicht zecken? Warum kann ich hier nicht zecken? Da! Jetzt geht's los. Eins. Oh, halt. Wo geht das hin? Dahin. Ekelhaft. Eklig. Und da steht noch ein... Da liegt noch ein Zombie. Das kann ich jetzt machen. Oh, shit. Machen wir das rechtzeitig? Was ist das? Warum ist das? Und wieso ist das? Wo kann ich... Hier ist noch eine Weiche. Oh shit, das wird knapp! Oh, raus hier! Das Stück weiß, was sie tut. Allerdings. Oh. Wie viele Sekunden waren das noch? Ich habe jetzt gar nicht mal hingeschaut. Jetzt haben wir aber das ID-Armband. Okay. Das heißt, wir kommen jetzt hier auf jeden Fall rein. Ich muss jetzt speichern, sorry. Warum speichert das eigentlich als Leon? Ich habe doch Ada. So, jetzt. Besucherrechte bestätigt. Ihre ID ist gültig. Ist hier nicht irgendwo noch 1. Oktober. Unser bitte dicker Freund. Datum zurückgeben. Wo bin ich denn hier könnt überhaupt? Ihr vergessen. Wo bin ich denn hier überhaupt? Kann ich hier rein? Okay, hier waren wir definitiv noch nicht. Was muss ich denn überhaupt machen? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Was ist das? Was ist das? Oh nein. Gefällt mir gar nicht. Da ist er wieder. Schluss mit dem Katz-und-Maus-Spiel. Ja, komm raus. Das Spiel ist aus. Verloren. Oh nein, was passiert jetzt? Ist Ihr Mann noch am Leben? Oder ist er eliminiert? Und Sie ernten die Lorbeeren für Jean. Interessante Theorie. Wenn Sie nicht kooperieren, hole ich eine Probe vom Nest. Nest? Nur über meine Leiche. Wow! Strumpfhosen-Dingens. Jetzt hat sie eine Laufmasche. Ja, scheiße. Wo ist Leon, wenn ich ihn brauche? Ich bin ja schon unterwegs. Bin ich unterwegs? Oh. Das war bestimmt wieder das Krokodil, oder? Hinlegen, totstellen, alles gut. Ah, da ist er ja. Leon, alte Socke, wird Zeit mal aufzustehen hier. Ich glaube, die Ada braucht jetzt unsere Hilfe. Jetzt habe ich endlich wieder eine Schrotflinte dabei. Ada. Ada. Komm schon, Ada hat gesagt, die braucht uns. Und das sagt sie nicht oft. Ada? Jetzt habe ich dieses coole Hacker-Tool nicht mehr, ne? Wie komme ich jetzt überhaupt hin? Ah. Ja, nee, eben nicht. Scheiße. Geht's hier irgendwo? Ah. Okay. Oh nein, unser Freund ist auch wieder hier, ne? Wahrscheinlich, also ich gehe mal davon aus. So, jetzt, Moment. Bevor unser Freund aber zu uns kommt. Müssen wir uns vorbereiten. Heißt im Klartext, so.
Wir machen uns jetzt noch etwas. Ein kleines wenig Schrotflintenmunition. Zack, zack. Und dann speichern wir natürlich ab. Und dann hoffe ich mal, dass wir dem nicht begegnen. Ich habe nämlich keine Lust auf den. Überhaupt keine Lust auf den. Wo sind wir jetzt eigentlich gelandet hier? Ist er runter? Ich muss echt da runter. Ist er runter? Wie geht's hier runter überhaupt? Geht's? Ah, okay. Ich verstehe. Ja, alles gut. Alles gut, ich hab's. Oh nein. Oh nein. Also Munition haben wir jetzt einiges, ne? Hier. Okay, hier haben wir gut Sichtweite. Das? Oh ja, ich glaub's. Hier haben wir gut Sichtweite auf Gegenstände und Gegner, die jetzt eventuell auf uns zukommen. Oder Leon? Was sagst du? Oh. Oh. Das ist jemand von der Spezialeinheit. Ich hoffe, du bist tot. Ich habe keine Lust nochmal. Oh. Dich nochmal töten zu müssen. Was ist das? Die digitale USS-Videokassette. Bleibst du liegen? Ja, bleib liegen. Okay. Untersuchen. Was ist das? Operation Nest Wrecker. Okay, das heißt, unsere Kollegen hier hatten wohl einen Auftrag. Oh nein. Dem die nachgehen mussten. Jetzt gucken wir mal, was unsere Mathilda denn kann. Hallo? Kommst du? Ja, da guckt er um die Ecke. Hallo! Du siehst aus wie Peter Lustig. Gott verdammt. Oi. Den lass mal liegen. Das ist mir jetzt alles egal. Drei Schuss reichen und so ein Zombie sollte eigentlich sterben. Das ist doch gut, oder? Das ist eigentlich fair. Mehr sollte es gar nicht kosten. Was gibt's hier? Treatment Facility. Ich hab nichts dafür. Hier ist sau dunkel. Ich sehe fast gar nichts. Oh. Oh, der sieht aber sehr nett aus. Da ist zu. Wer ist das jetzt? Oh ja, ich wusste doch. Elektronikteil. Oh! Nein! Was will der jetzt? Du bist dick! Du bist sehr dick! Jetzt ist das Ding da hochgefahren. Moment, wenn ich das wieder einsetze, wo war das auf meiner Ebene? Ich weiß es gar nicht. Ich meine, ich könnte da drüber laufen. Genau, und da steht ein netter Mitarbeiter wahrscheinlich. Der mich dann hoffentlich auch da durchlässt. Oh, er hat mich bemerkt. Oh, hi, schöne Zähne hast du. Oh, das war cool. Wo kann ich hier hin? Da ist schon wieder so ein Teil. Ne? Wenn ich das Ding jetzt mitnehme, dann fährt das hoch, dann kann ich hier nicht mehr lang. Also muss ich dann wahrscheinlich hier runter erstmal. Oh! Nein, das wollte ich gar nicht! Oh, Scheiße! Allerdings, Leon, da ist dieses T-Stammenteil schon wieder. Ist es das, wo wir mit Ada waren? Oder ist es eine andere? Mist! Sieht da jemand? Oh! Nein! Ich wollte gerade sagen, der fasst das Ding jetzt auch noch an, ne? Nein! Was bist du? Wow, hallo! Du bist ganz schön hässlich und was auch immer. Was kommt da auf mich zu? Raus hier! Was ist das? Kommt das zu mir?
okay, die sterben. Was ist das für ein Riesenapparat? Wie komme ich da vorbei? Oh! Oh! Ich muss da weg! Ich muss da weg! Ich habe keine Munition für so ein Riesenteil! Holy moly! Was zum Teufel bist du? Wie hässlich bist du? Oh! Jetzt versinkt er auch einmal im Boden. Nee, 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 mein Freund, das lass mal gut sein jetzt hier. Oh. 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 Eine Stahlseilbahn. Interessant. Oh. Okay. Okay. Wo sind wir jetzt überhaupt? Ich habe keinen Überblick mehr. Ohne Flachs. Ich würde gerne mal speichern jetzt so langsam. Hallo. Oh, ist das ein Hit? Was ist das? E-Mails an das Umbrella HQ. Direktor Owens. Im Nest? Nest? Jagt einen Alarm den nächsten. Ich weiß zwar nicht, was hier vor sich geht, aber ich höre Schüsse und kann meinen Bereich leider nicht erreichen. Wir sind gefangen. Bitte schicken Sie schnellstmöglich Hilfe. Wir haben also das Nest hier in der Kanalisation aufgebaut, also dieses Labor und alles. Die Lage ist ernst. Das Nest wurde mit dem Virus kontaminiert. Okay, ja. Einfach unfassbar. Das ausfallsichere System ist gar nicht angesprungen. War das ein Außenstehender? Ich habe keine Ahnung, wer es sonst gewesen sein sollte. Kim ist tot. Ich leide unter schrecklichem Hustenreiz. Warum antworten Sie nicht? Direktor Owens, Sie waren das von A. A. Wer A sagt, muss auch B sagen? Was? Oh mein Gott, haben wir Munition jetzt. Was gibt's hier? Was gibt's hier? Wo gibt's hier? Was ist hier? Was mache ich hier? Da komme ich doch her. Nee. Wo komme ich her? Ich komm von der Leiter, ne? Ich hab völlig die Orientierung verloren. Oh! Oh! Das ist die Bahn, oder? Das ist die Bahn in den Untergrund. Ah, hier waren wir doch. Ja, verdammte Scheiße. Oder? Waren wir hier? Leute, ich hab komplett den Überblick verloren. Tut mir echt leid. Wenn wir hier schon waren. Ja, definitiv waren wir hier schon. Oh, hier geht's jetzt lang. Hier geht's jetzt lang. Oh, oh, oh. Hört sich gar nicht gut an. Nee, das wollte ich eigentlich gerade sagen. Komm schon. Da liegst du doch, oder? Ja! Ha! Ada. Waste Disposal. Ja, das ist wohl Sperrmüll, das Ganze da unten jetzt. Ada, ich bin unterwegs. Ada, ich bin unterwegs! Aber warte, hier liegt noch was. Oh, das ist erstmal wichtiger, ne? Als die Ada. So, was haben wir denn hier? Broschüre der Kanalbaufirma. Grußwort des Vorsitzenden. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Knights Construction Company. Im Laufe der letzten 20 Jahre hatten wir die Ehre, an den Kanalisationen der schönsten Städte unserer Lande arbeiten zu dürfen. Stets mit unserem Grundprinzipien der Freude an der Angst, an der Arbeit und des überlegenen industriellen Designs. Wir bei KCC glauben, dass unsere Designs keinesfalls unehrlich sind. Bla 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 und blub blub. Okay, hier. Ja, jetzt. Das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Moment. Ich will jetzt gerade mal gucken, ob in dem Raum noch irgendwas ist, bevor wir hier weitermachen. Oh, hier sind noch mehr von den Dingern. Hier brauche ich die dritte Figur. Nein. Aber wie hätte ich die mitnehmen sollen? Bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Und Dame und Turm liegen nicht gegenüber. Ha! What? Öffne der Tür zum U-Bereich. Ich habe vom letzten Jahr das Ding verloren, in dem steht, wie man die Tür zum U-Bereich öffnet. Ich weiß zwar noch, dass man in jedes Terminal einen Sticker stecken muss, aber sollte jemand sich noch daran erinnern, welcher wohin gehört, so sei er doch bitte so lieb und teile sein Wissen auf der Pinnwand. Stecker finden. Ja gut, hier sind zwei. Ah, hier ist noch... Es gibt so viele!
Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Moment. Jetzt gucken wir uns erstmal das Video an. Dann ist das nämlich außer... ja, kann ich das nämlich ablegen. Also wie das blaue Kraut hier. Blaukraut wäre... Ich will Blaukraut. So. Yes. Bitte. Oh, bitte aufhören. Bitte aufhören. Bitte. Nein, 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 nein. Hier drüben, du Freak. Du, was ist das? Oh, ist das der? Das ist doch der Professor, oder? Yo. Das Virus. Ich wette, die Ratten verbreiten es. Ah, okay. So kann man natürlich ein Virus auch verbreiten. Okay, gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt hier einen richtig guten Punkt, um aufzuhören. Wir machen dann das nächste Mal weiter mit der Rettung von Ada. Die liegt da irgendwo draußen. Ich kann, weiß gar nicht, ob ich die von hier aus überhaupt sehen kann. Da. Nö, das sieht nicht so aus. Ja, okay. Wie immer, Leute, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und würde mich mega über einen Daumen freuen, wenn ihr mit dem Video einverstanden wart und euch das Video natürlich gefallen hat. Denkt dran, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, ein Abo nicht zu vergessen, wenn ihr weiter gucken wollt. Und die Glocke, damit immer eine Nachricht kommt, wenn ein neues Video kommt von mir. Und dann sehe ich euch alle. Wie immer. Im nächsten Video.